Lotta. Nee. Okay, irgendwas habe ich verpennt. Ich versuche nochmal den Tresor, aber ich glaube, den konnte man noch nicht öffnen. Okay. Polly, wie heißt du? Polly! Hihi, wie süß! Mai hat eine neue Freundin. Jetzt hat sie was anderes gesagt. Polly, Polly, wie heißt du? Polly, Pet! Süß! Ich glaube, hier gibt's nichts mehr. Ich finde jedenfalls nichts. Also gucke ich noch ein bisschen rum und wenn ich nichts Neues rausfinde, komme ich nochmal zu ihm, weil ich weiß, dass er die letzte Endstation war. Pop. Inspektor Gumshoe ist nicht da. Jetzt, wo du es erwähnst, wollt ihr nicht zu einer Besprechung gehen? Ach ja, stimmt. Dann kommen wir nochmal später. Nee, ich rede mal mit dem hier. Das muss der Chefinspektor sein. Der klebt hier völlig am Bildschirm des... Was? Turm schlägt Läufer auf D7. Schachmatt? Das glaube ich nicht. Der spielt wohl Schach am Computer. Oh, das sagt sogar mir was. Aber. Ich brauche mal. Vielleicht sollte ich irgendwann mal wieder Schach spielen. Wäre schön. Können wir mit Edgy vielleicht sprechen? Sieht so aus, als befände sich Edward beim Verhör. Dann kommen wir später wieder. Immer später, später, später. Okay, da bringt es nichts und ich glaube, Großberg kriege ich auch nichts mehr. Nee. Okay. Dann weiß ich ja jetzt, wohin ich nicht gehen muss. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, was ich nochmal machen muss, um weiterzukommen. Strand am Gordsee. Mit dem hier gibt es nichts zu belabern. Nee. Da geht's hier raus. Alm ist die Samurai. Ich weiß, beim Bootsverleih war was, allerdings weiß ich nicht mehr, was ich bei dem machen muss. Ich zeige Ihnen einfach mal jeden einzelnen Beweis, den ich habe. Und dann muss er hier reagieren. Patsch, patsch, patsch. Böp. Ist das eine Anwaltsmarke? Ja, genau. Ich glaube das nicht. Dieser alte Knacker ist die erste Person, die meine Marke erkennt. Ich verstehe. Hä? Jupp. Jetzt durchschaue ich sie. Sie sind nicht kalt. Nick, das ist unsere Chance, die Sache klarzustellen. Mein Herr? Nein, ich bin nicht Cave. Und ich bin auch nicht Mac. Wir untersuchen den Mord, der neulich nachts auf diesem See passiert ist. Bitte helfen Sie uns. Ein Anwalt, hä? Bitte, mein Herr. Nun gut, ich werde Ihnen helfen, aber nur unter einer Bedingung. Und die wäre? Wenn dieser Fall erledigt ist, übernehmen Sie die Seenudel? Lecker. Okay, wir versprechen es. Nick, bist du dir da sicher? Alles nur, um diesen Fall zu lösen. Nun, wer würde sich denn schon die Phoenix-Nudeln entgehen lassen? Nun, vielleicht. So ist's richtig, Junge. Gut für dich, Kaif. Moment, hab ich eben nicht gesagt. Für dich auch, Mac. Nick, ja. Hehehe. Ihr rührt euren alten Vater zu Tränen, wisst ihr? Nun, was war es nochmal, was ihr wissen wolltet? Sag's schon, Polly. Hallo, hallo.
Er spricht wieder mit dem Vogel. Wie bringen wir ihn nur dazu, mit uns zu sprechen? Okay, war es jetzt? Nee, war es noch nicht. Ich weiß, ich muss was machen und ich weiß nicht mehr, was ich machen muss. Und er ist wieder eingeschlafen. Der verrät nichts mehr. Irgendwas musste ich machen, nur was war es? Denn nochmal. Sieh mal, ein kleiner Tresor. Mach bloß nicht den Tresor anderer Leute ohne deren Erlaubnis auf, Mac. Vielleicht später. Später? Sieh mal, Nick, er hat eine Heizdecke auf dem Tisch. Sieht kuschelig warm aus. Bob. Den Satz hatten wir schon. Sieht aus, wäre die Küchenzeile ziemlich sauer. Labadabablab. Stimmt, Kate. Ich bin verwirrt. Ich muss das jetzt nochmal lesen. Vergiss es nicht, er führt hier ein Pasta-Restaurant. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ob ihr, keine Ahnung. Jetzt gucke ich mir die Salzwasserfische nochmal an. Wow, im Golf gibt es viele verschiedene Fischarten, nicht wahr? Irgendwas ist komisch, das sind alles Salzwasserfische. Natürlich. Warum sollte man in seinem eigenen Hinterhof fischen? Hochseeangeln ist das Beste überhaupt, außerdem sehr schmackhaft. Ja, sicher. Wir haben noch Polly, Polly! Wie heißt du? Polly. Hihi, süß. Maya hat eine neue Freundin. Und den Fernseher. Wow, er hat sogar einen Fernseher hier drin. Jupp, funktioniert aber nicht. Ehrlich? Hab ihn mir aus dem Müll geholt. Macht also Sinn, dass er nicht geht. Warum? Balden sie ihn dann noch? Weiß nicht, er passt einfach dorthin. Im Sommer tausche ich ihn gegen einen Mini-Kühlschrank aus. Einen kaputten Mini-Kühlschrank? Natürlich, den habe ich auch auf dem Müll. Kein halbwegs vernünftiger Mensch will etwas Funktionierendes wegwerfen. Okay, ich bekomme Angst. Diese Angel sieht sehr teuer aus. Beim Angeln geht's einzig und allein um die richtige Ausrüstung. Wie soll man denn mit einer 2-Cent-Angel etwas fangen? Das würde ich Inspektor Gumshoe gern fragen. Ich weiß schon, worauf sie hinaus will. Irgendwas war und ich weiß nicht was. Halt nur mal. Diese Marke wirst du nicht brauchen, wenn du das Restaurant übernimmst. Schmeiß sie weg. Ich denke, ich werde sie noch ein wenig behalten, wenn es dir nichts ausmacht. Ja, das habe ich gesehen. Sie wissen etwas darüber, mein Herr? Kite? Ja? Ist schon okay. Sag einfach Papa zu mir. Papa? Weißt du etwas darüber? Ja, vorgestern draußen auf dem See. Ja. Nein, Tama. Ich weiß alles drüber. Ich hab's gesehen. Was? Sag uns, was du gesehen hast. Nun gut. Da ihr ja jetzt den Laden übernehmt und so. Okay. Jetzt wird zur Rede gestellt, was sie sahen. Die Uhrzeit habe ich vergessen, aber es war schon dunkel. War wohl schon Nacht. Jupp. Es war nach Mitternacht, aber okay. Dann hörte ich dieses Peng, also habe ich rausgeschaut. Dann habe ich noch ein Peng gehört. Ein wenig später kam dieses Boot zurück. Dann ist ein junger Mann aus dem Fenster vorbeigegangen. Er hat mit sich selbst geredet, jupp. Was hat er gesagt? Jupp. Hab ich vergessen. Bis morgen vor Gericht fällt es mir bestimmt wieder ein, versprochen. Wir müssten es aber jetzt schon vorher wissen.
Weißt du was? Hä? Der kleine Terry war gerade hier. Terry?